Gold. Es sei, es gibt ein altes Lied, das schon meiner Mutter, Mutter von ihrer Mutter gesungen wurde. Es stammt doch aus der Zeit vor dem Fluch. Höre! Es ist von Klang und Düften ein wunderbarer Ort, umrankt von stillen Klüften, wir alle spielten dort. Also in den Bergen, gleich mal notieren. Und mehr weißt du nicht? Ich war nie dort, keiner von uns wagt diesen Weg. Außer, nun, manche flüstern, der Älteste unseres Dorfes soll einst, als er noch kein tatriges Ding, sondern jung und kühn war, etwas gewagt haben. Aber was immer es auch war, er schweigt sich beharrlich darüber aus. Also mache dir keine Hoffnung, dass du etwas von ihm erfahren würdest. Schatten. Hast du sonst noch irgendwelche Informationen? Es ist von Klang und Düften ein wunderbarer Ort. Gott, für stille Klüfte, wir alle spielten dort. Da, ey. Und genauso wird es auch sein, wir werden dort alle sterben. Gold! Schatten! Türme kein Gewinsel auf, der mir den Weg zu meinem Reichtum versperrt. Ich weiß, dass du mehr weißt. Also, wo ist Eldorado? Der Schatten! Ja, hey. Ist dieser Mensch denn von Grund auf idiotisch? Da fragt man vernünftig und erhält nur sowas. Vielleicht versuche ich es einmal mit einer etwas idiotischeren Vorgehensweise, Don. Von mir aus. Ehrerbietige Grüße, oh Weiser. Wäre das Vernünftigste, würde ich sagen. Mich täuschst du nicht, Schatten? Nein, so nicht. Sei einfühlsam gegrüßt. Nervöse Grüße zurück, einfühlsamer Fremdling. Und auf Verhörzeit. Dein weiser Ruf zog mich her. Weise, das ist artig gesagt, aber ich bin ein Narr. Ein bedauernswertes Opfer der eigenen Torheit. Auch das ist weise gesagt. Ach, wie soll ich mich öffnen, wenn ich nicht verstanden werde? Nein, so nicht. Sei einfühlsam gegrüßt. Dein weiser Ruf zog mich her. Blablabla. Ich höre den tiefen Schmerz. Ja, er sitzt tief und peinigt meine alten Glieder und martert das Haupt. Ich wünsche nur noch Vergessenheit. Das kann ich gut verstehen. Dann siehst du sicher ein, dass ich mich wieder in mich zurückziehe. Na, verdammt nochmal. Ja, das könnte etwas dauern. Und der Hals beginnt mir zu schmerzen. So sehr ich synchronisiere. So, Milch. Ja, vielleicht noch ein kleines Löffelchen Kakaopulver hinzu. Warum eigentlich nicht? Es wird nicht zu meinem Nachteil sein. Rühren. Vermenge dich mit dieser Köstlichkeit, um eine noch größere Köstlichkeit hervorzubringen. Milch und Kakaopulver vereinen sich zu Kakao. Sehr viel besser. Okay. Sei einfühlsam gegrüßt. Blablabla. Dein weiser Ruf. Blablabla. Blablabla. Ich höre den tiefen Schmerz. Ja, er sitzt tief und peinigt meine alten Glieder und martert das Haupt. Ich wünsche nur noch Vergessenheit. Wie ein Tier in seinem Bau. Ja, meine Seele verkriecht sich in einer Höhle und zittert. Zittert. Gib mir die Sonne deiner Rede. Was soll ich mit dem Glanz des flüchtigen Lobs? Es verweht allzu schnell und kann doch keinen Trost spenden. Verdammt nochmal! Dieser verdammte, tatrige alte Sack! Glücklicherweise vergisst er unsere letzten Gespräche. Ich höre den tiefen Schmerz. Tier in seinem Bau. So befreie dich behutsam.
Lange schon hat niemand mehr vermocht, so treffsicher an mir zu zupfen. Ja, ich stimme. Ich brachte von einer tollkühnen Reise das Geheimnis um Eldorado mit. Sagt jetzt bitte nichts, Don. Jung und dumm zog ich aus, um die alten Geschichten, die schlimmen Gerüchte in Schrecke mit eigenen Augen zu sehen. Und als ich ging und ging, wurde mir plötzlich das Herz klamm. Etwas Finsteres drückte mir die Seele zusammen und alles war nur noch ein Raunen. Ich sah den bösen Geist und er sah mich, sah tief in mich hinein und wisperte tückisch. Warf immer zu, über Mondberge du, hinab ins Tal des Schattens. Fahr fort und fort, war Schattens Wort. Dort findest du Eldorado. Mondberge, Tal des Schattens, notiert. Pedro erhält 100 Erfahrungspunkte. Nein, gib her. Hernando erhält 100 Erfahrungspunkte. Oh, verdammt. Endlich, nun kenne ich ihn, den Weg nach Eldorado. Also nichts wie hinaus aus diesem Dorf und hin zu meinem Gold. Danke, alter, tatriger Greis, der mir in keinster Weise geholfen hat. Denn mir ist nicht mehr zu helfen. Okay, wir haben irgendwo Notizen, oder eine Schatzkarte. Okay. Durch die Mondberge, durch das Tal des Schattens, direkt nach Eldorado. Und ich vermute jetzt einfach mal spontan, der Weg wird mit Rätseln gepflastert sein. Was passiert das eigentlich, wenn wir... Naja, wenn wir die Früchte einsammeln, wird nichts weiter geschehen. Nun denn? Niemand geht in die verfluchten Lande ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Häuptlings. Aufwärts. Häuptling, hier der große Auserwählte. Adios, Häuptling, ich ziehe weiter und nehme meine neue Hauptstadt in Besitz, von der aus ich demnächst die Steueraufforderungen sende. Nein. Doch. Nein. Aber ja. Wir müssen die Zeichen erfüllen. Die Prophezeiung sieht vor, dass dich unser großes Fest deiner Bestimmung zuführen wird. Ein Fest? Ja. Für mich? Ja. Na gut, das lasse ich mir gefallen. Aber dann andere. Nicht, dass mir bei den Vorbereitungen getrödelt wird. Am besten packe ich mit einem so schneller statt die Sache. Du willst das Fest der Prophezeiung schneller herbeiführen? Das nenne ich echte Hingabe. Zack, zwei Zwiebeln. Die junge Frau, nennen wir sie einfach Maria. Rede es ihm bloß nicht aus, Papa. Ich habe mehr als genug zu tun und kann jede Hilfe gebrauchen. Tja, ehrlich gesagt, hatten wir das in der Form noch nie. Aber gut, gut. Meine Tochter wird dir sagen, was zu tun ist. Aber wenn das Fest vorbei ist, bin ich doch hoffentlich von eurer Aufmerksamkeit erlöst, ja? Dann endet es. Was für eine Frage, selbstverständlich. Bueno, dann auf, damit das Fest endlich starten kann. Echte Hingabe. Oh, Knackarsch. Für den Sud brauche ich einen Kürbis, eine Ananas oder eine rote Baumfrucht. Oh ja, gibt es etwa nur Vegetarisches? Spaßvogel, um das Fleisch kümmern wir uns doch schon. Ein Glück. Es gibt lecker Krokodil. Tja. Ein Kürbis? Moment. Kürbis sahen wir doch. Ja, ich sehe dort rechts die Kokosnuss. Eine Ananas vielleicht? Ananas. Brüssel Steak, bla. Die Kokosnuss enthält 20 Gold. Seltsamerweise enthalten alle Kokosnüsse Gold. Ich tausche Schlangenschuppen gegen gute Haare. Verdammt. Sonst noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dort oben thront ein Ball. Oh. Caramba. Immer das Gleiche. Ich muss doch irgendwie herankommen. Ich benötige einen Auffangbehälter oder einen kleinen Diener, der sich an die richtige Stelle stellen könnte. Leider existiert keine Mechanik, die mir dies erlaubt. Moment. Hier. Nein, ich darf die Schüssel leider nicht mitnehmen. Das ist schade. Zum dritten Mal leer.
Bett hier dient zu nichts. Okay. Hier haben wir... Oh, wie süß. Ein Fisch. Okay, Heilkraut. Ja, hier haben wir uns tatsächlich noch nicht großartig umgesehen. Ich will Gold, keine Vitamine. Und ich will Vitamine und kein Gold. Und den Nüssen liegen 20 Gold. Was haben wir hier? Sieht aus wie, gevierteiltes Mayonnaise-Püree. Nein, es ist jetzt wohl nicht. Blätterdecke. Ja, warum nicht? Noch eine Blätterdecke. Oh, Schuhe. Aus feinstem Gras geflochten, die sehen gemütlich aus. Könnten wir uns welche mitnehmen? Oder auch nicht. Was fehlt nochmal? Niedlich! Kein Gold. Guten Tag, lebende Einkaufsliste. Kürbis, Ananas, rote Baumfrucht. Dann fehlt jetzt noch die Baumfrucht und ein Kürbis. Befand sich nicht hier ein Kürbis? Irgendwo lag ein Kürbis. In diesem... Ich wollte eigentlich durch den Vorhang... Plopp. Hier, Kürbis. Nein, nicht du. Kürbis, oh, Kürbis haben wir. Sehr gut. Wie kommen wir jetzt an die Frucht? Wie kommen wir an die Frucht? Wie kommen wir an die Frucht? Wie kommen wir an die Frucht? Zum vorsichtigen Pedro kann ich auch nicht wechseln. Vielleicht kann der Regen die Frucht behutsam herunterspülen. Oder auch nicht. Tja. Tja. Benötige einen Auffangbehälter. Und dieser Behälter muss sich von den üblichen Behältern unterscheiden. Anders kann es ja wohl nicht sein. Ich war auch einmal auf der Jagd. Ein Rascheln im Gebüsch. Ein entschlossener Schuss. Seitdem habe ich einen neuen Knecht. Darf ich wieder gehen, Don? Tja... Hilfe! Vielleicht ein Kissen? Wie... Au! Das Kissen des Häuptlings. Leider nicht. Was übersehe ich? Kindeschütteln hilft auch nicht. Verflucht. Gezähmter Kohlrabi. Verwaschener Holzkäse. Nein, hier finden wir definitiv nichts. Hey, ich brauche mal deine Hilfe. Hier will der Don ja auch nicht heran. Oh, seht mal hier, die kleinen... Ah, natürlich. Wir sammeln einfach Blätterdecken, um den Fall abzubremsen, und dann legen wir die Blätterdecken auf jede... Ja, in jede Richtung oder so ähnlich. Das muss es sein. Es gibt ein sehr schönes Detail. Für jedes Familienmitglied existiert ein Bett, sogar kleine Betten. Das ist süß. Ich mag das Mapping im Allgemeinen. Verfluchte Kacki. Tja, oder so. Rote Baumfrucht. Und damit haben wir alle Zutaten eingesammelt. Hooray! Hooray! Für den Südbrauch, ja, ich hab doch alles hier. Bitte schön, ein Meme, friss es! Komplett, das wird ein schmackhaftes...
Was? Das wird eine schmackhafte Brühe geben. Miam, 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 miam. 100 Erfahrungspunkte wieder einmal. Ist die Suppe so... Ist die Suppe soweit, Tochter? Nur noch einen Moment. Ich habe auch Haare vor dem Gesicht. Sind wieder lang geworden. Fertig. Das duftet köstlich. Auf zum Festplatz. Füllen wir uns endlich mit der Kraft, die uns die Prophezeiung schon so lange versprochen hat. So mag ich das. Weihevoll und lecker. Moment, Moment. Ich muss doch noch etwas von der Brühe abschöpfen. So, wir können. Ah, ein Fest zu meinen Ehren. Erneut. Ist das etwa ein Anflug von ahnungsschwerer Sorge, der unter meinem Helm aufs Haupt drückt? Ich glaube, sie hat mir beim Rausgehen zugezwinkert. Ha. Großartig, wie du mitarbeitest, Pedro. Ha? Komm einfach.